Eines ist klar, das, was die Märkte derzeit am meisten umtreibt, ist das Thema Inflation. Und eins ist auffällig, es gibt einen ziemlichen Widerspruch zwischen der Fed einerseits, die sagt, diese Inflation sei vorübergehend, transitory, und den Märkten, die das irgendwie nicht so richtig glauben wollen. Und das ist derzeit diese Lücke, diese Diskrepanz zwischen der Fed, die uns zu beruhigen versucht, und den Märkten, die sagen, nee, da stimmt was nicht, da ist die Fed wahrscheinlich hinter der Kurve, und das hat durchaus deutliche Auswirkungen. Aber wir bekommen heute dann 14.30 Uhr die US-Verbraucherpreise. Das wird sehr, sehr wichtig. Das wird, glaube ich, erst einmal vorentscheidend für die nächsten Tage, wie sich die Märkte bewegen werden. Schauen wir uns mal an, was zuletzt der Fall war bei diesen Verbraucherpreisen. Hier der Monatsvergleich. Im letzten Monat war das so, nämlich im März, heute kommen die Daten aus April, dass die Inflation, also die Verbraucherpreise, um 0,6% angestiegen sind zum Vormonat. Nicht zum Vorjahresmonat, da waren es deutlich mehr. Wir sehen unten die Kernrate, die hier deutlich auch angezogen ist mit 0,3%. Normal ist die Kernrate, also ohne Nahrung und Energie, immer so ein bisschen tiefer. Also 0,6% bei den normalen Verbraucherpreisen, das ist schon ein Schluck aus der Flasche. Und wir sehen, da gab es diesen Einbruch in der oberen Grafik. Corona-Krise, da sind die Preise gefallen, aber seitdem geht es auch kräftig und nachhaltig wieder nach oben, sowohl bei den normalen Verbraucherpreisen als auch in der Kernrate. Schauen wir uns mal den Vorjahresvergleich an. Da waren wir jetzt bei den letzten Daten, also die aus dem März, bei 2,6%. Heute dürfte es 3,6% werden, so die Erwartung. Das ist natürlich schon ein Schluck aus der Flasche, aber man muss bedenken, im Vorjahresmonat war natürlich die Situation Corona-Krise, die Preise rückläufig, aber es wird eben entscheidend sein, werden die Daten über der Erwartung liegen, in der Erwartung oder niedriger als die Erwartung. In der Kernrate waren wir bei 1,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Da ist heute ein Wert von 2,3% erwartet, also 3,6%. Die normalen Verbraucherpreise und 2,3 in der Kernrate. Das wird der Hingucker. 14.30 die Zahlen bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren. Das sollten Sie sich merken, denn da dürfte es ziemlich zur Sache gehen an den Märkten. Die sind wirklich nervös, die Märkte. Das hat man gestern gesehen. Nicht nur hatten wir gestern wirklich gute, große, fette Umsätze. Seit langem der umsatzstärkste Tag. Gestern auch die Bewegungen sehr schnell, sehr nervös. Also es geht jetzt um was. Diese Einbahnstraßensystematik ist ein bisschen vorbei, wo alle eingeschlafen sind, weil es immer irgendwie nach oben geht, aber keiner wirklich gehandelt hat. Jetzt wird gehandelt, jetzt ist Action, jetzt steht etwas auf dem Spiel, jetzt werden Weichen gestellt. Und das ist für jemanden wie mich interessanter zu kommentieren, im Mindesten zu berichten, als wenn es diese weitgehend hirnfreien Märkte gibt. Aber schauen wir uns Folgendes an. Gestern war das Zentralkomitee für geldpolitische Planung wieder am Start. Verschiedene Fed-Speaker, also der Fall Harker zum Beispiel. For now, Fed policy is going to hold steady. Also wird sich nichts ändern an der Fed-Politik. Bostich, it is appropriate for the Fed to stay accommodative. Also es ist für die Fed richtig, jetzt erstmal diese laxe Geldpolitik weiterzumachen. Daily, Bottlenecks, also die Flaschenhälse, die Versorgungsengpässe, erklären, warum die Preise gestiegen sind, und auch Labor Shortages, also man findet keine Arbeitnehmer, aber beides sei transitory, sei vorübergehend. Dann Brainard, die wahrscheinlich nächste Fed-Chefin nach Powell, dessen Vertrag ja Anfang 2022 ausläuft. Wenn die Inflation zu stark ansteigt, dann werden wir unsere Tools nutzen, um die, wie sie sagte, Märkte gently guide it back down. Also diese Inflationserwartungen höflich nach unten wieder zu geleiten. Da merkt man schon, das ist ein bisschen schräg, was da in den Köpfen passiert. Und dann Bullard, der es unter Trump verpasst hat, Fed-Chef zu werden, war eigentlich sein Lieblingskandidat. Die USA werden Inflation in 2021 sehen, und das wird gewisse Überhänge bis 2022 geben. Also insgesamt, das Zentralplanerkomitee versucht, die sozialistischen Mitbürger ein bisschen zu beruhigen. Inflation haben wir nicht. Niemand hat die Absicht, Inflation zuzulassen.
Das sagte einst schon ein sozialistischer Führer im Hinblick auf die Mauer. Und sie ist dann leider doch gekommen. Schauen wir uns mal an, was hier ein Bloomberg-Artikel, finde ich, sehr, sehr interessanterweise konstatiert. Es gibt ja diese Differenz zwischen den Märkten einerseits, die sagen, da seid ihr vielleicht ein bisschen hinter der Kurve, ein bisschen zu optimistisch, liebe Fed, und eben der Fed, die sagt, ja, kurzfristig und so, und dann wird all dieses Gerede um Inflation eigentlich wieder vorbeigehen. Jetzt sagt dieser Artikel, und das finde ich einen sehr intelligenten Gedanken, dass der Fed-Put, also praktisch dieses Sicherheitsnetz, nur funktioniert, wenn praktisch die Märkte auf einer geistigen Linie sind mit der Fed. Aber die Märkte widersprechen im Grunde der Fed. Dementsprechend funktioniert der Fed-Put nicht mehr so wirklich. At the end of the day, so sagt auch Peter Atwater, ist entscheidend, was die Märkte denken, was die Marktteilnehmer denken und nicht, was die Fed denkt. Denn schon alleine die Erwartung von Inflation hat faktische Auswirkungen auf die Inflation. Wenn alle glauben, es wird später teurer, dann kaufen jetzt alle, weil sie eben denken, später wird es noch teurer. Und das wiederum beflügelt die Inflation selbst, also diese self-fulfilling prophecy, die da kommt. Deswegen gucken die Notenbanken auch gerne immer auf die Inflationserwartungen, weil diese Inflationserwartungen großen Einfluss haben auf das, was dann tatsächlich an Inflation kommt. Die Fed geht von Modellen aus und wir sehen hier mal ein Modell, das faktisch die Kernverbraucherpreise zeigt und die Employment Cost zeigt, also die Arbeitskosten, die für Firmen entstehen. Und wir sehen, das ging jahrelang immer stark nach unten, Anfang der 80er Jahre, 70er Jahre. Da waren wir noch bei ganz harten Werten, zweistelligen Werten. Seitdem ging es immer weiter bergab. Aber möglicherweise, wenn man diesen Chart sich so anguckt, sieht man jetzt eine Bodenbildung. Und von da aus geht es nach oben. Und dafür spricht das, was JP Morgan hier sagt, in Hinblick auf den NFIB Survey. Das ist praktisch eine Umfrage unter kleineren Unternehmen in den USA, die aber sehr, sehr zahlreich sind und etwa die Hälfte aller Jobs bereitstellen. Und hier sieht man, dass die Anzahl der Firmen, die ihre Preise erhöhen, deutlich gestiegen ist, jetzt um 10% in den letzten Tagen, jetzt auf 36%. Das ist der höchste Wert seit den frühen 1980er Jahren. Das heißt, mehr als jedes dritte Unternehmen hat bereits die Preise erhöht und es bleibt teilweise gar keine andere Möglichkeit, weil sonst das eben in die Marge frisst, die Kosten für die Unternehmen steigen. Wenn man diese gestiegenen Kosten als Unternehmen nicht weitergibt, dann hat man eben ein Margenproblem und wir sehen, da wird jetzt eben dieser Preisdruck weitergegeben und das kann man vor allem in den USA, weil eben die Leute da viel Geld in den Taschen haben, durch das Helikoptergeld. Wir sehen deswegen auch Google-Searches für Inflation schießen geradezu durch die Decke und was Sie unten sehen in der Grafik ist eine kürzlich veröffentlichte Umfrage der New Yorker Fed, nämlich nach den Inflationserwartungen werden die Menschen hier gefragt und da ist die durchschnittliche Erwartung, dass etwa Mieten steigen, knapp 10%. Im nächsten Jahr, dass die Benzinpreise steigen, 10% im nächsten Jahr, dass die Preise steigen für medizinische Versorgung um 10%. Also wir sehen, das schießt jetzt richtig, geht nach oben in allen Bereichen, erwarten die Leute steigende Preise. Und wie gesagt, die Erwartung wiederum hat faktische Auswirkungen auf die Realität. Die normative Kraft des Faktischen, sagten einst die Alt-68er, nur andersrum. Hier sehen wir mal die Inflationserwartungen. Ich hatte diese Grafik gestern schon gezeigt. Höchster Stand seit 2008 in den USA, jetzt deutlich über 2,72%. Wir sehen Ähnliches auch hier in Europa. Auch hier die Inflationserwartungen gemessen an den 5-Year-5-Year-Swaps, also die bepreisen, wie eigentlich die Märkte erwarten, wie sich die Inflation in 5 Jahren für die nächsten 5 Jahre entwickeln wird. Da sehen wir deutliche Anstiege. Diese Grafiken gehen alle ständig und konstant nach oben. Und wir haben hier ja diesen City Inflation Surprise Index, also ein von der Citigroup entwickeltes Tool, um zu registrieren, wie sind die reinkommenden Daten in Sachen Inflation, weichen die nach oben ab oder nach unten ab? Und wir sehen all diese Daten, die in letzter Zeit gekommen sind, sowohl in den Emerging Markets als auch in der Eurozone, als auch global, als auch in den Vereinigten Staaten, sind tendenziell höher als erwartet gewesen. Deswegen gehen diese Kurven alle nach oben. Aber, meine Damen und Herren, wir haben ja hier in Deutschland den Marcello Fraccia. Und der sagte, hey, entspannt euch, hört ihr nicht, was Isabella gesagt hat, Isabella Schnabel.
Rote Zora, die hier gesagt hat, ja, also kann schon sein, dass die Inflation ein bisschen anzieht, aber transitory, transitory, das Mantra der Notenbanken, vorübergehend, vorübergehend. Und da sagt der Marcel, der Marcello, ja, das sollte doch nicht eine Sorge sein, permanently higher inflation is unlikely. Also der Marcello sagt, die dauerhafte höhere Inflation, die ist unwahrscheinlich. Jetzt ist bekannt, dass der Marcello gern in die EZB gehen würde, gell? Lasst ihn doch einfach, nein, da muss er nicht so viel Speichel lecken jeden Tag, gell? Deswegen zitiert er die Isabel. Ich selber bin am Montag vor der EZB gestanden und habe aber nicht gesagt, wie wahrscheinlich der Marcel Fratscher, da will ich rein, wie einst der Kanzler Schröder vor dem Kanzleramt. Da ist der Marcel immer absolut auf Linie, gell? Gebt ihm doch endlich einen Posten in der EZB, dann muss er nicht mehr permanent diese Speichelleckerei betreiben, gell Marcello? Dann kannst du vielleicht auch mal wieder seriöse Wissenschaft machen. Also, wir haben hier das Mantra, das dann mancher Wissenschaftler, der sich als solcher bezeichnet, aber faktisch Karrierist ist, vielleicht dann nachbetet. Wir sehen hier gestern Bloomberg Commodity Index, sehen wir, dass hier die Rohstoffpreise wieder deutlich angezogen sind. Da sind wir fast auf dem höchsten Niveau rausgegangen, das wir kürzlich ja erreicht hatten als Rohstoffe, sind dann wieder gestiegen und wir sehen, apropos Rohstoffe, jetzt richtige Versorgungsschwierigkeiten mit Benzin in den USA. Das wird katastrophal, so warnen manche Governors schon. Viele Tankstellen sind out of Benzin, die haben nichts mehr. Hier ja diese Colonial Pipeline ist da ja attackiert worden, möglicherweise, weil da einfach auch die Sicherheitsvorkehrungen so marginal waren, dass vielleicht schon ein Antivirusprogramm für nicht mal $30 gereicht hätte, um das abzuwehren. Das hatte man aber offenkundig nicht. Jetzt ist die Folge, dass viele Tankstellen kein Benzin haben. Sorry, we are out of Gas, wie hier viele schreiben. Hier sehen wir zum Beispiel, die Leute horten jetzt teilweise massiv Benzin, bestimmt in, vor allem in bestimmten Bundesstaaten. Virginia, die Carolinas und so weiter. Da ist es wirklich dramatisch und wir sehen massive Schlangen teilweise vor den Tankstellen. Aber kommen wir nochmal zurück zu der zweiten Komponente, die wirklich wichtig ist für Inflation. Wir haben die erste Komponente, das sind die Rohstoffpreise. Die sind massiv gestiegen. Dadurch entstehen deutlich höhere Kosten für die Unternehmen. Die Unternehmen geben diese gestiegenen Kosten, wie wir gesehen haben, mehr und mehr weiter an die Verbraucher. Was aber fehlt, ist jetzt, dass die Konsumenten, dass die Verbraucher sagen, oh, die Kosten sind gestiegen. Wenn ich jetzt einen Job annehme, dann will ich aber mehr Geld haben dafür. Und da sind wir wahrscheinlich jetzt im Prozess, dass sich das jetzt auch entwickelt. Wir hatten gestern die JOLTS, also die Job Openings, die Öffnungen von Jobs, die Jobangebote, 8,1 Millionen, deutlich über der Erwartung, höchster Wert seit ever. Und hier sagt jetzt Goldman Sachs, also dieser JOLTS-Report von gestern, der suggeriert, dass die Nachfrage nach Arbeitnehmern deutlich höher ist, als das in diesen großen Arbeitsmarktdaten vom letzten Freitag sich irgendwie abzuzeichnen schien. Die waren wahrscheinlich so ein bisschen nochmal ein Fake, der uns von den eigentlichen Problemen ein bisschen ablenken sollte. Und deswegen sagt eben auch Goldman Sachs, ja, deswegen dürfen wir weiter eben höhere Renditen sehen, damit höhere Kapitalmarktzinsen, und das trägt eben dann auch dazu bei, dass dieses Inflationsnarrativ, das derzeit an den Märkten der Fall ist, sich weiter entfalten kann. Und die Märkte, wie gesagt, sehr, sehr nervös, gestern vor allem der Dow Jones unter Druck, vielleicht, so wie Stalingrad und Pursky hier vorschlägt, sollte man mal eine Umbenennung des Dow Jones überlegen im Dow Coin, dann könnte man andere Zielgruppen auch ansprechen. Wir sehen hier unten den NYSE Uptick Downtick. Also praktisch Kursstellung nach unten, Kursstellung nach oben bei den verschiedenen Unternehmen, allen Unternehmen, die an der NYSE gerankt sind, gelistet sind. Und hier hatten wir gestern die Situation, dass in einem Moment so viele Aktien nach unten gegangen sind wie noch nie in der Geschichte. Dann wissen wir, haben sich die Märkte wieder etwas erholt. Vor allem der Nasdaq hat sich wieder erholt. Aber wir sehen, in Asien geht all das so ein bisschen weiter, auch die Inflationssorgen. Wir sehen Taiwan. Der Index dort teilweise 8,6% im Minus zwischenzeitlich, hat sich dann erholt. Dann gab es den Vizepremier in Thailand, in Taiwan, nicht Thailand, immer wieder dieser Fehler, der gesagt hat, Leute, hier die Situation an den Kapitalmärkten ist doch gesund, alles gut, macht euch keine Sorgen. Also da muss die Regierung schon intervenieren, das hat sie offenkundig. Dann sind die Märkte wieder gestiegen, vor allem Tech-Werte.
hier gefallen. Man will wohl auch jetzt die Corona-Maßnahmen dort verschärfen. Und wir sehen auch in Japan, ist der Nikkei jetzt in den letzten 3 Tagen 5% gefallen. Aber es sind diese Inflationssorgen, es ist der Chipmangel. Gestern mit jemandem gesprochen, der weltweit im Elektronikteilvertrieb tätig ist, und der sagt, was mir aufgefallen ist, wir haben bestimmte Teile nicht, aber die Chinesen haben alle Teile. Er hält das für politisch gewollt, dass die Chinesen sozusagen sich selbst bedienen, aber den anderen nichts geben. Er sagt, das ist eine Folge des Handelskriegs, das ist die Rache der Chinesen. Ich kann diese Aussage nicht verifizieren, aber der sitzt an der Quelle, weil er sagt, ich spreche mit chinesischen Unternehmen. Und die haben alles. Wir haben es nicht, fand ich eine sehr interessante Aussage. Schauen wir uns gestern noch die US-Sektoren an. Der einzige Sektor, der gestern im Plus war, war Materials. Vor allem schwach eben Energy, vor allem auch Finanzwerte. Aber Information Technology hat sich dann noch erholt, aber bis auf Materials alles im Negativen. Und all hell breaks loose. Wir sehen massive geopolitische Spannungen, auch jetzt eben Israel-Palästina. Diese Sache hier ist mit scharfem Geschütz geschossen worden, die aus dem Gazastreifen wurde Tel Aviv bombardiert, massiv. Da hatte man dann Abfangraketen. Die Israelis wiederum haben ein Hochhaus im Gazastreifen mal eben ausgelöscht, unter vorheriger Warnung der Bewohner da rauszugehen. Also das eskaliert jetzt völlig, diese ganze Situation. Und ich werde heute, hoffentlich klappt das, mit einem Deutschen ein Gespräch führen, der in Tel Aviv sitzt, der für einen Broker arbeitet. Tel Aviv ist ja im Prinzip, wenn man so will, das Mekka für Fintech und Broker. Da gibt es extrem viele Unternehmen, ist auch, by the way, die geilste Stadt der Welt. Extrem super Stimmung direkt am Strand. Es ist ein fantastisches Leben dort, wenn eben die geopolitische Situation nicht so wäre, wie sie ist. Also da versuche ich heute ein Gespräch auf die Reihe zu kriegen, das ich dann auf YouTube stelle. Mit eben Aussagen, was bedeutet das vielleicht auch für die Märkte? Unterschätzen die das Risiko, dass von einer solchen Eskalation weiter ausgeht? Ölpreis etc. etc. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich erst einmal einen wunderbaren Tag und verweise auf 14:30. Da wird es kritisch, da wird es interessant. Die Verbraucherpreise aus den USA bei finanzmarktwelt.de. Servus und ciao.